Herzlich willkommen in der BIC Direkt Gesund. Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Peter Ketsch, ich bin Vorstand der BIC Direkt Gesund. Leben mit Demenz, das ist für heute unser Thema. Und jetzt mit dem Pflegestärkungsgesetz haben wir einen Durchbruch. Es ist jetzt so, dass eben auch Krankheiten im psychologischen Bereich, kognitive Störungen, also jede Krankheit wird auf einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff angerechnet. Und das ist ein echter Fortschritt. Und dafür lohnt es sich auch, Beratung neu anzunehmen. Was ich dabei spannend finde, ist die Tatsache, dass diese Leistungen auch Geld kosten. Der Beitrag zur Pflegeversicherung wurde erhöht zu Jahresbeginn und auch im nächsten Jahr. Aber im Gegensatz zur Krankenversicherung führt das gar nicht so zu Unmut. Kritik erfahren wir kaum. Und das, finde ich, ist ein ganz positives Signal, weil wir dadurch ganz klar erkennen können, Geld für Pflege ist gesellschaftlich akzeptiert. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir das Geld dorthin steuern, wo die Menschen sind, die es am dringendsten brauchen. Ein Wort zur Veranstaltung noch. So viele Gäste beim ersten Mal, das freut uns. Und deswegen nochmal ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Wir wollen Big Talk etablieren hier in Dortmund als einen Gesprächskreis, wo Sie zu Gesundheitsthemen handfeste, ehrliche Informationen bekommen. Unterhaltung soll auch dabei sein. Ich wünsche Ihnen einen hochinteressanten, aber auch unterhaltsamen Abend und dass Sie vor allen Dingen gesund bleiben und das neue Jahr gut erleben. Jetzt starten wir. Das Leben ist immer lebensgefährlich und es hält für uns alle bestimmte Falltüren auf. Und wer Pech hat und stolpert in eine hinein oder vielleicht fällt sogar hinein, dann landet er plötzlich in einer Lage, wo er Pflege braucht. Und manchmal geschieht das von einer Sekunde auf die nächste. Denken Sie mal ganz kurz an Michael Schumacher, meine Damen und Herren. Ein von allen Göttern des Himmels verwöhnter Zeitgenosse stürzt plötzlich beim Skifahren auf einen spitzen Stein und die ganze Welt verändert sich. Frau Schmidt hat beim ZDF einen wunderbaren Sendeplatz gefunden, die Dokumentationsreihe 37 Grad. Es wurde ein Frauenteam zusammengestellt, das war sehr hilfreich. Und diese drei Damen sind dann 7 Monate lang, meine Damen und Herren, mit unheimlich viel Feingefühl und mit Achtung vor der Würde dieses erkrankten Menschen an seiner Seite marschiert und haben diesen Film zusammengestellt. Ich will mich nicht vergessen. 7. Februar 2012, meine Damen und Herren. Es ging ein Aufschrei durch Deutschland nach diesem Film. Wie merke ich es denn? Oder wenn jetzt in einer Familie so ein Fall auftritt. Der Verlauf ist schleichend, klar, aber irgendwann, ich glaube, ich habe es ja geschildert, wie es mir mit dem Assauer ging. Ist das so ähnlich? Ja, das sind sehr häufig die Verläufe, wobei wir auch die Erfahrung machen, dass viel Charme da ist. Also, dass jemand damit so nach außen hingeht, das ist nicht die Regel, sondern man schämt sich und versucht das zu verdecken und noch eine gute Fassade aufrechtzuerhalten. Vielen gelingt es auch längerfristig, auch mit Hilfe der Angehörigen oft. Die Ehepartner, die geben dann auch noch eine Struktur. Und dann, wenn der wegfällt oft, dann kommt sozusagen das Vollbild der Erkrankung erstmal richtig zum Vorschein und macht es dann auch teilweise für die anderen Angehörigen sehr, sehr schwer, da zuzugreifen, zuzupacken, wo setze ich dann letztlich an. Ja, was macht denn nun einer, also so, sagen wir mal, da ist ein junges Ehepaar und plötzlich bei einer Schwiegermutter treten solche Symptome auf. Was empfehlen Sie? Normalerweise geht man, wenn man sich nicht gut fühlt, zum Hausarzt.
Das ist auch sicher der erste Weg, weil der Hausarzt kennt die Menschen sehr lange schon und ihm fallen dann vielleicht auch Veränderungen mehr auf. Was manchmal sehr fatal ist, ist, wenn man denkt, ach, der ist alt und das sind Alterserscheinungen, wenn wirklich eine Erkrankung dahinter steht. Aber wir sind natürlich immer im Längsschnitt, in der Längsbetrachtung auch schlauer als jemand, der den Menschen direkt vor Ort sieht. Man kann aber durch gezielte Befragungen und leichte Teste, die nicht sehr zeitintensiv sind, schon auch feststellen, ob das über eine normale Altersvergesslichkeit, die ja kommt, hinausgeht. Kann ich vorbeugen? Begrenzt. Also das, man sagt ja, dass das eigentlich eine Alterserscheinung, jetzt die Alzheimer-Demenz ist und dass im Grunde genommen Mutationen auftreten können von Genen, die jetzt ohne, dass wir das beeinflussen können, passieren. Genauso wie auch Krebs ja entsteht, wenn er jetzt nicht viral hervorgerufen ist, dass dann sich eine Zelle verändert im Altersprozess und so ähnlich kann es da auch sein. Es gibt natürlich auch familiäre Häufungen, das hat man festgestellt. Man geht aber davon aus, je nach Autor von 1-30%. Aber es gibt ein Gen, da hat man dann gefunden, dass es 5-10% eine familiäre Häufung gibt. Tatsächlich, also das, dann war also die Angst von Rudi Assauer, die ich ja eben geschildert habe, gar nicht so unberechtigt. Oder ist es nicht im Grunde doch eine Zufallskrankheit? Jeder von uns kann sie kriegen. Ich denke, es gibt beides. Also es gibt eine familiäre Häufung, aber es gibt auch das andere. Jeder kann sie kriegen und zwar gibt es eine Prävalenz, also Krankheitswahrscheinlichkeit von ungefähr 35% bei über 90-Jährigen. Nimmt man leichte Formen noch dazu, sind wir bei 50-60%. Also das ist schon eine Hausnummer. Wenn einer relativ gesund lebt, nicht im Übermaß Alkohol, ein bisschen Sport macht, vielleicht nicht raucht. Sagen wir mal, das ist schon eine gewisse Vorsorge. Was kann Sport denn überhaupt machen? Bewegung ist zunehmend ja in der Untersuchung auch, hat es gezeigt, dass es auf jeden Fall den Stoffwechsel ja gut auf Trab hält sozusagen, auch bei Depressionen wirkt und das tut jedem im Grunde genommen gut, wenn der Kreislauf in Gang ist und natürlich auch vitaminreiche Kost. Vitamin B6 und B12 können auch demenzielle Symptome sozusagen ja verursachen, wenn das eine Mangelerscheinung ist, Folsäure. Wir untersuchen das auch alles immer mit in der Eingangsuntersuchung. Also da kann man schon ein bisschen was gegen tun. Und Alkohol, alles in Maßen. In Maßen kann man, glaube ich, vieles machen, aber wenn man übertreibt, dann ist es eher ein Gift. Das heißt, ich kann vielleicht aufhalten mit bestimmten Medikamenten. Heilen leider noch nicht möglich. Im Moment nicht. Es gibt Untersuchungen bezüglich einer Impfung. Eine musste eingestellt werden, weil es Todesfälle gab, aber es ist jetzt wieder eine auf dem Weg und das wäre natürlich eine schöne Sache, ne, wenn man geimpft werden könnte und bekäme dann keine mehr, super. Aber im Moment gibt es nur Medikamente, die lindern und so wie die Pharmaindustrie sagt, etwas oder bis 2 Jahre verzögern kann, dass jemand auch ins Heim muss, was ja natürlich auch vermehrte Kosten verursacht und auch aus dem Grund günstig wäre. Ich darf mich herzlich bei Ihnen bedanken. Wir sehen uns später. Er war Minister in Nordrhein-Westfalen, natürlich Vizekanzler in der ersten großen Koalition. Und dann hat er 2007 von hier auf jetzt alle diese großen Ämter fallen lassen und hat sich seiner schwer kranken Frau gewidmet. Lieber Franz Müntefering, Sie haben das Wort. Ja, ich sage, wir können heute besser alt werden als Generationen vor uns. Wir haben viel mehr Hilfen und viel mehr Unterstützung. Und dass das so ist, das ist auch ein Verdienst all derer, vor allen Dingen der Frauen, auch mancher Männer, die in diesem Bereich leben und arbeiten. Und deshalb hat dieser Beruf so eine hohe Wertschätzung verdient. Wir müssen es denen ab und zu auch sagen. Und das muss sich auch niederschlagen im Geld. Verantwortungsvoller als irgendwas in einen VW reinzuschrauben, sondern das muss wirklich gut sein, Menschen für Menschen. Die Pflege von Demenzkranken eine Herausforderung ganz besonderer Art ist. Und die kann man nicht vergleichen mit anderen Pflegeaufgaben, die man sonst haben kann. Wenn du jemanden zu Hause hast,
der krebskrank ist oder der den Knochen gebrochen hat, dann kannst du sagen, ich muss jetzt mal einkaufen gehen, in 2 Stunden bin ich wieder da. Wenn da jemand ist, der dement ist und du kannst ihn nicht mitnehmen, dann weißt du nicht, ob da inzwischen die Bude abgefackelt wird oder der aus dem Fenster springt oder sonst irgendwas passiert. Das heißt, die Nerven derer, die da im unmittelbaren Umfeld betreuen, betreuen wollen, betreuen müssen, sind gereizt und schnell am Ende. Wenn man nicht aufpasst, sind die, die vor den Betten stehen, eher in der Knie als die, die drin liegen. Und deshalb muss man sagen, wir müssen früh darüber sprechen, damit wir im Interesse der Betroffenen das Vernünftige, Bestmögliche tun, aber dass wir auch im Interesse der Beteiligten, die davor bewahren, sich aufzuopfern, in einem falschen Verständnis von dem, was man da tun muss, sondern dass wir das Professionelle einbeziehen und helfen, dass die nötige Unterstützung auch kommt. Niemand soll sich genieren, niemand darf sich genieren, die Möglichkeiten, die wir haben, in Anspruch zu nehmen. Das kann man eigentlich tun, außer dass man früh berät, dass man ermutigt, dass man sagt, geht dahin, informiert euch und guckt mal zu, dass ihr damit offen umgeht und auch fröhlich dabei mit umgeht und nicht verzweifelt in dieser Situation. Ich glaube, ich bin Laie, aber bei all dem, was ich dazu lese, höre, mitbekomme, habe ich mir angewöhnt zu sagen, 3 mal L. Lernen, laufen und lachen. Das hilft. Was habt ihr erreicht? Ja, ist ganz richtig. Herr Müntefering hat es angesprochen. Die Dortmunder Alzheimer-Gesellschaft hat in diesem Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum gefeiert. Es gab zwar noch nicht so viel Demenzerkrankte, wie das heute der Fall ist. Nichtsdestotrotz waren die Bedürfnisse damals wie heute dieselben. Der Wunsch nach Aufklärung, nach Beratung und Unterstützungsmöglichkeiten. Und es ist den Dortmunder Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken, die sich damals auf den Weg gemacht haben, diese Gesellschaft zu gründen. Allen voran unsere langjährige Vorsitzende Heide Römer, die für uns alle leider viel zu früh, vor ungefähr anderthalb Jahren, verstorben ist. Aber uns ist es eben wichtig, diese wunderbare Aufgabe weiter fortzuführen. Es gibt Entlastungsangebote bei uns. Wir helfen den pflegenden Angehörigen ein Stück weit bei dieser schwierigen Aufgabe, die Sie ja gerade schon angesprochen haben. Da kommt Herr Ketsch, der Vorstandsvorsitzende, der BIC, und der hat was in der Hand. Meine Damen und Herren, oh, was lese ich denn da? 5.500 Euro für die Rudi-Assauer-Initiative Demenz und Gesellschaft. Dass ich im Traum